Ich begrüße Sie ganz herzlich. Es ist ja bald wieder ein Feiertag und vielleicht für den einen oder anderen auch wieder Zeit für Philosophie. Und es ist der 3. Oktober, der Tag der deutschen Einheit, und ich möchte Ihnen drei zumindest deutschsprachige Denker zur Auswahl stellen und werde einen hochladen: Sigmund Freud, Franz Kafka und Karl Popper. Zu Freud muss ich nicht viel sagen. Er ist der Begründer der Psychoanalyse und vor allem der große Entdecker des Unbewussten. Sie müssen sich vorstellen, die Philosophie hat 2000 Jahre lang den Menschen nur als Geistwesen gesehen, als Vernunftwesen. Sie wissen ja, als Homo sapiens, als Aristoteles sagt, animal rationale. Ja? Der Mensch geht mit seinem Denken, mit seiner Vernunft auf die Welt zu. Descartes, ich denke, also bin ich. Und dann kommt dieser Sigmund Freud und sagt, nein, wir glauben zwar, also wir haben das Gefühl, es scheint uns, dass wir denkend auf die Welt zugehen und entsprechend handeln, aber in Wirklichkeit sind wir von Trieben, von Bedürfnissen, von der Libido, von Wünschen und auch von Gefühlen, die zum Teil sogar unbewusst sind, ja, von unbewussten Antrieben gesteuert. Er bringt da den berühmten Satz, der ja auch sehr schön ist: Das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus. Und das war natürlich revolutionär, den Menschen mal als Gefühlswesen zu definieren. Und hat im Grunde alles verändert. Und auch, das darf man nicht vergessen, seine ganze Therapieform, also die Psychoanalyse, baut darauf auf, dass wir von unbewussten Antrieben oder generell auch von teilweise bewussten Trieben gesteuert sind. Er sagt, der Mensch ist kein Geistwesen, er ist ein Homo natura, ein Naturwesen. Ähnlich wie die Tiere. Er sagt auch, da unterscheiden wir uns nicht so viel, auch wenn wir das immer verdrängen, dass es so ist. Und das Schöne an Freud, was Sie auch sehen werden, ist, er macht im Grunde eine philosophische Anthropologie. Er geht vom Wesen des Menschen aus. Zum Beispiel sagt er, dass die Abwehrmechanismen, also beispielsweise, dass wir verdrängen oder rationalisieren oder die Flucht in die Neurose oder die Flucht in die Psychose, das sind ganz normale Mechanismen, die wir alle haben. Es gibt nicht auf der einen Seite den gesunden, psychisch gesunden Menschen, auf der anderen Seite den psychisch Kranken. Nein, wir alle haben genau dieselben Wesensmerkmale und dieselben Verdrängungs- und Mechanismen und Abwehrmechanismen. Und Sie werden sich wiedererkennen in dem einen oder anderen. Der psychisch kranke Mensch unterscheidet sich nur, dass er diese Abwehrmechanismen noch in einer größeren Weise auslebt, ja, und irgendwann nicht mehr arbeiten kann. Und wenn man in unserer Gesellschaft nicht mehr arbeiten kann, dann wird man als krank definiert. Aber Freud hat uns da ein tolles Menschenbild entwickelt, das zweifellos mehr ist als eine Therapieform. Das werden Sie sehen. Deshalb gehört er zu den großen Denkern. Ohne Freud geht nicht. Dann stelle ich Ihnen zur Auswahl Franz Kafka. Franz Kafka ist, wie soll ich sagen, ist natürlich großartig, gell? Ich habe Kafka hier auch schon vor über 30 Jahren in meiner Doktorarbeit sehr gewürdigt, denn er hat etwas Großartiges geleistet. Er hat phänomenologisch in seinen Erzählungen und in seinen Romanen uns einen ganz großen philosophisch-anthropologisch, auch philosophisch-anthropologischen Hinweis auf die Struktur der zwischenmenschlichen Beziehung gegeben. Also meine Doktorarbeit ging auch um die hieß die Struktur zwischenmenschlicher Beziehung. Und Kafka hat uns da ganz toll, wie soll ich sagen, präzise gesagt, was die Struktur zwischenmenschlicher Beziehung ist, also die Struktur zu unseren Lebenspartnern, zu unseren Kindern, zur Mutter, zum Vater, zu unseren Freunden. Jede Struktur zwischenmenschlicher Beziehung hat einen ontologischen Kern. Und diesen innersten Kern da gibt uns Kafka tolle Hinweise. Ja, jetzt werden Sie sagen, ja, Herr Kafka ist doch kein Philosoph, kein Denker, er ist doch Schriftsteller. Nein, oder ja, er ist natürlich Schriftsteller und hat uns ein bedeutendes Stück Weltliteratur hinterlassen,
Aber er ist mehr als nur Schriftsteller. Also seine Geschichten, die sind phänomenologisch so dicht und so stark. Und da zeigt er uns jedes Mal mit seinen Helden das Scheitern dieser Helden an und in der Gesellschaft. Diese Helden sind immer völlig fremd in der Umwelt, seltsam fremd, völlig allein und können keinen lebendigen Kontakt zu dieser Umwelt überhaupt richtig aufnehmen. Also Kafka zeigt uns im Grunde den defizienten Modus der Struktur zwischenmenschlicher Beziehung. Aber das kann er nur, weil es diese Struktur gibt. Also defizienter Modus heißt nichts anderes, als er zeigt uns eine Lebensform, die es nicht schafft, die von der Struktur zwischenmenschlicher Beziehung vorgegebenen und wichtigen Basismerkmale zu verwirklichen. Ja? Also die scheitern alle an der Gesellschaft auf eine faszinierende Art und Weise, die uns alle ergreift und uns Angst macht, weil wir wissen, das kann uns auch jederzeit passieren. Also das leistet Franz Kafka. Dass das nicht so abstrakt bleibt, gebe ich Ihnen ein Beispiel. Also die Verwandlung, auch eine berühmte Erzählung von ihm, da ist ein ganz normaler Handlungsvertreter, der ernährt seine Schwester, sein Vater, seine Mutter, die ganze Familie, geht jeden Tag zur Arbeit und über Nacht verwandelt er sich in einen Käfer, in ein Insekt. Und alle sind erschrocken und so weiter, hoffen auf Heilung, aber er kann sich nicht zurückverwandeln. Und dann zeigt Kafka in einer wirklich trockenen Art der Darstellung, wie die Familie den Gregor, also den Sohn bzw. den Bruder, nach und nach immer mehr ablehnt und sich irgendwann vor ihm ekelt, ja, ihn verachtet und am Schluss wird er totgesagt von der eigenen Familie, stirb. Also es ist brutal. Es ist heftig und es schildert er in der üblichen trockenen Art und Weise. Das ist ein Unding der Liebe, was er uns da zeigt. Ein Unding der Liebe. Und das ist ein Hinweis auf das, was Beziehung eigentlich leisten kann und soll. Also Sie werden sehen, Sie werden mit Kafka Dinge erfahren in einer Schärfe, die Sie so vielleicht noch nie kennengelernt haben. Ein Zitat möchte ich Ihnen einfach vorwegnehmen, aus dem Kopf, ist jetzt vielleicht nicht ganz wörtlich sagen. Die Menschen sind untereinander wie durch Seile verbunden. Und schlimm ist es, wenn sich um einen herum die Seile lösen und lockern und man tiefer sinkt als die anderen. Und grässlich ist es, wenn sich die Seile ganz lösen. Das ist Kafka. Er sagt, wir alle sind anthropologisch von unserem Wesen her in Beziehungen eingebunden. Niemand kann seine eigene Sonne sein. Und dann zeigt er uns, was passiert, wenn die nicht mehr da sind. Also Kafka, ganz einfach, ohne Kafka geht es nicht. Als drittes biete ich Ihnen Karl Popper an. Manche sagen auch Sir Karl Popper, weil er hat die meiste Zeit seines Lebens in London als Professor in Philosophie unterrichtet und wurde dann von der Queen zum Ritter geschlagen. Und Popper ist einer der ganz wenigen Philosophen, zusammen mit Rousseau und einigen wenigen anderen, die eine Epiphanie hatten. Epiphanie ist ein Augenblick höchster Erkenntnis. Ein Augenblick, in dem es einem wie Schuppen von den Augen fällt und man plötzlich erkennt, was die Welt im Innersten zusammenhält. Karl Popper hatte eine solche Epiphanie. Er war als junger Mensch, Student und auch als junger Mann ein ganz großer Anhänger von Isaac Newton. Und Newton, wissen Sie, hat ja mit seiner Mechanik erstmals die ganzen Gesetze der Welt, also wie soll ich sagen, er hat alles erklärt, die Bewegungen der Körper im Universum, die Planeten, die Sterne, Sonnensysteme, aber auch im Alltag. Ja, berühmte Beispiel, wenn der Apfel runterfällt, warum fällt der Apfel runter? Er konnte alles erklären mit seiner Mechanik, mit der Schwerkraft, mit diesen ganzen wissenschaftlichen Theorien. Und Popper sagt nun, naja, damit war die Wissenschaft an ein Ende gekommen. Wir wussten alle, jetzt haben wir die Welt als Ganzes präzise erkannt. Das war das Ergebnis der Forschung.
Und wir wussten, die Welt ist jetzt erklärbar und wir können Maschinen bauen, wir können alles nachbauen. Wir sind Götter. Und dann kam diese Sonnenfinsternis von 1919. Sie müssen sich vorstellen, Einstein hat, als die Sonnenfinsternis sich angebahnt hat, hat Einstein gesagt, nach den Berechnungen von Newton müsste man während der Sonnenfinsternis zwei weit entfernte Sterne sehen, und zwar genau nach der, an der und an der Position, also nach den Berechnungen von Newton. Und dann hat Einstein gesagt, ich sage aber, das stimmt nicht. Nach meiner Relativitätstheorie müssten die Sterne an einer anderen Position auftauchen, die ich vorher berechnen kann. Und mit großer Spannung wurde das dann fotografiert, abgewartet und mit Spezialteleskopen fotografiert. Und tatsächlich hatte Einstein recht. Und die London Times hat den Titel gehabt, Newton widerlegt. Und damit war Einstein der neue Gott am Philosophenhimmel und natürlich in der Wissenschaft. Und in dem Moment hatte Karl Popper, seine Epiphanie. Er wusste, dass auch ein Genie wie Newton sich offenbar geirrt hatte und jetzt ersetzt werden musste durch eine neue Theorie. Und plötzlich wurde ihm klar, dass vielleicht alles wissenschaftliche Wissen nur Vermutungswissen ist, sagt er wörtlich, Vermutungswissen. Es gibt immer nur neue Hypothesen. Und auch Einstein wird vielleicht irgendwann durch eine noch bessere Hypothese abgelöst werden. Also es gibt nur Hypothesen. Alles wissenschaftliche Wissen ist Vermutungswissen. Und wenn wir eine noch bessere Welterklärung haben, müssen wir die schlechtere gegen die bessere austauschen. Oder auch, wenn die Empirie die Theorie nicht mehr stützt. Sie kennen vielleicht, Popper hat ein ganz berühmtes, einfaches Beispiel genannt. Alle Schwäne sind weiß. Das ist ein Satz, der ließ sich naturwissenschaftlich lange Zeit belegen, weil die empirischen Daten, nämlich die Beobachtung von Schwänen, ergeben hat, dass alle erwachsenen Schwäne tatsächlich weiß sind. Und das galt das ganze Mittelalter hindurch und so weiter. Und irgendwann hat aber eine Expedition in Patagonien erkannt und gesehen, dass es auch tatsächlich Schwäne im Erwachsenenalter gibt, die schwarz sind. Die wurden da erstmals gefunden. Seit dem Zeitpunkt gilt der Satz nicht mehr. Alle Schwäne sind weiß. Und in der Naturwissenschaft ist es ständig so. Sobald es in der Empirie, in der Erfahrung, Dinge gibt, die nicht mehr in die Theorie passen, muss die Theorie verändert werden. Und Sie wissen, der Popper beschreibt das sehr schön. Unser Universum ist unendlich. Also der Raum. Und wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, aus der Unendlichkeit, selbstverständlich mit immer besseren sichtbaren Möglichkeiten und Teleskopen, sehen wir ja immer mehr, immer weiter. Und da kommen immer neue Phänomene auf uns zu, die dann zum Teil nicht mehr in die Theorie passen. Also wird die Wissenschaft sich immer verändern. Und Popper sagt auch philosophisch, es gibt keine Wahrheit. Es gibt nur durch immer neue Hypothesen eine Annäherung, eine immer weitere versuchte Annäherung an diese Wahrheit. Und was wir aber brauchen, ist eine offene Gesellschaft, die es erlaubt, das Wissen durch besseres Wissen abzulösen. Und das überträgt er dann auch auf die Gesellschaft. Ich habe mich hier durch sein Hauptwerk gekämpft, die offene Gesellschaft und ihre Feinde, zwei Bände mit jeweils, weiß nicht, ja, 500 Seiten. Und das Großartige an diesem Buch ist, dass er uns sagt, okay, auch in der Gesellschaft, das ist wie in der Wissenschaft, Regierungen probieren auch immer etwas aus, haben eine bestimmte Weltsicht, versuchen Gesellschaft in dieser Richtung nach einem Gedanken zu verändern. Und wenn das funktioniert, ist gut. Wenn es nicht funktioniert, müssen wir diese Regierung austauschen gegen eine andere, die andere Dinge versucht, die Dinge vielleicht besser macht. Und das muss eine offene Gesellschaft sicherstellen, dass jede Regierung abgewählt und ausgetauscht werden kann. Aber es geht noch weiter. Er sagt auch, wir brauchen generell für die offene Gesellschaft ein Konzept, das uns erlaubt, immer wieder uns neu zu konfigurieren. Und er sagt dann in diesem Buch auch, deswegen der Titel, die offene Gesellschaft und ihre Feinde, dass es Gesellschaften gibt, die das nicht zulassen. Zum Beispiel der Kommunismus, also er kritisiert Karl Marx, der Denker einer geschlossenen Gesellschaft war. Ja?
die sich nicht reformieren konnte, weil ein für alle Mal eine bestimmte Ideologie, sagt Popper, festgesetzt wurde. Ja? Oder er kritisiert auch Hegel mit seinem philosophischen System und sogar Platon ist ein Vertreter der offenen Gesellschaft. Das war natürlich sehr provokativ, da muss man auch schauen, ob es stimmt oder nicht stimmt. Aber er hat damit natürlich was Fantastisches geleistet und sie sind mit Popper auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Ja? Also viele Universitäten haben auch Popper als Leitbild, eben offene Gesellschaft. Jeder Wissenschaftler muss wissen, dass auch wenn er tolle Ergebnisse hat, die nur provisorisch sind und sich einfügen in den Forschungskanon. Also das ist schon eine ganz tolle Erkenntnis gewesen, die er mit der Epiphanie bekommen hat und dann ausführlich begründet. Und ich sag mal, also heutzutage ohne Popper geht's nicht. Also, ich bin gespannt, für welchen Denker Sie sich entscheiden.